Die Firma Brandner betreibt seit 2009 in Lahr an der Theia eine Oberflächentechnikbeschichtungsanlage für die eigene Produktion, aber auch für Kundenteile. Ich musste im Laufe der Zeit feststellen, dass wir die Anlage mit dem bestehenden System einer Autophorese-Grundierung mit dem anschließenden Nasslackieren nicht auslasten können. Wir haben uns daher entschieden, in Richtung KTL-Beschichtung mit anschließender Pulverbeschichtung zu gehen. Frühjahr 2019 kam der Anruf von dem Herrn Brandner mit der Bitte, halt eben das Vorhaben Umbau auf KTL und Pulver anzugehen. Randbedingungen waren damals, ja, das muss in der laufenden Fertigung umgesetzt werden, maximal 3 Wochen Stillstand. Bauteilbreiten konnten verringert werden, dass hier jedoch die Badreihe nicht wesentlich größer wird, als wie sie heute ist, und auch angrenzende Produktionsflächen, so wie sie heute genutzt wurden, auch weiter genutzt werden konnten. Aufgrund der KTL-Technologie in Kombination mit der Zinkphosphatierung kommt in der Badreihe wesentlich mehr Schritte hinzu. Um das halt eben dann auch in den gegebenen Raum reinzubekommen, haben wir uns dazu entschlossen, die Becken in der Mitte zu teilen mit Trennwänden. Dadurch haben wir die zusätzlichen Behandlungsschritte dann auch logisch sauber in die Anlage mit einplanen können. Die Kammeröfen, die stirnseitig beladen werden, nach außen gesetzt. Damit war die Produktionsfläche dann ungerührt. Und bei der Pulverkabine, die haben wir parallel zu den Nasslackkabinen und nach dem gleichen Schema aufgebaut. Da haben wir dann aber zusätzlich noch ein Warenträger-Schnellwechselsystem reingebaut, sodass halt eben auch die Kapazität der Pulverkabine optimal genutzt werden kann. Im Frühjahr 2020 wurde dann das eigentliche Projekt gestartet. Durch die enorm kurz geplante Projektdauer waren die folgenden Monate sehr intensiv. Gerade in den Sommermonaten mussten sehr viele Anlagenteile montiert und adaptiert werden, damit dann im Herbsturlaub, der nur 3 Wochen lang dauerte, die eigentlichen Umbauarbeiten an der Anlage wirklich durchgeführt werden können. Durch den Umbau ist die Anlage nun auf dem neuesten Stand der Technik. Es kann mit weniger Aufwand mehr beschichtet werden. Es ist auch ein leichtes, später die Anlage um weitere 70% Kapazität zu erweitern. Damit ist die Zukunft der Anlage nun langfristig gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit CTI war hervorragend. Durch die langjährige Partnerschaft konnten wir das Projekt auch in diesem kurzen Zeitraum durchführen. Die Vorteile der neuen Anlage sind, dass wir eine verbesserte Produktqualität zu verbesserten Konditionen mit einer sehr umweltfreundlichen Technologie an auch neue Kunden anbieten können. Ich kann die Firma CTI als Anlagenbauer auf jeden Fall weiterempfehlen. Bis jetzt wurden alle Wünsche erfüllt.